So, es ist soweit. Generation 4 ist wohl endlich da. Wir haben kurz eine Ingame-Benachrichtigung bekommen, wie ihr seht. Gegner Pokémon, die ursprünglich in der Sinnoh-Region entdeckt wurden. Und da steht jetzt ein langer Text, den könnt ihr euch natürlich in Ruhe durchlesen auf eurem eigenen Handy. Wir werden jetzt mal losgehen, denn ihr seht hier schon, sind ein paar Schatten in der Nearby-Liste, werden da hingehen und werden uns die mal mitnehmen. Boah, das ist alles so weit voneinander verteilt. Aber egal, wir gehen jetzt dahin und fangen die und melden uns dann zurück. Vielleicht können wir ja sogar ein paar entwickeln. Und es ist eigentlich richtig warm, aber man braucht natürlich Kapuze, Undercover und so, damit einen keiner erkennt. Gestern ist mir ein Bügel von der Brille abgefallen. Deswegen sitzt sie jetzt ein bisschen schief. Aber nicht wundern. Ich melde mich gleich zurück, wenn ich ein paar Dinger gefangen habe. Jetzt sitzt da auch noch diese komische Vorentwicklung vom Gewaldro. Ein Reptane. Zum Glück steht der Name immer da, sonst hätte ich es jetzt gar nicht gewusst. Das nehmen wir mal noch kurz mit auf dem Weg. Denn am nächsten Stop müsste schon der erste Schatten auftauchen, farbig werden. Ach, das brauchen wir nicht. Weg. Wir wollen jetzt schauen, was es Neues gibt. Drehen natürlich nochmal den Stop. Und da sitzt ein Seemops. Aber wir wollen nicht das Seemops. Wir wollen ein Haspirohr. Ein wildes Haspirohr. Nehmen wir gleich mal eine gelbe Beere. Vielleicht hat es auch gar keine Entwicklung. Wissen wir nicht. Sehen wir dann. Grüner Kreis auf jeden Fall. Müsste also gut zu fangen sein. Und dann müssen wir, glaube ich, weiter zum Park, weil im Park dann das nächste ist. Auch nur noch 25% Akku, also das fängt natürlich richtig gut an. Neuer Pokédex-Eintrag. Und es hat, genau, 50 Candies kostet es für eine Weiterentwicklung. Aber wir laufen zum nächsten. Das haben wir nämlich hier. Sitzt hier unten im Park und da melden wir uns gleich zurück. Wir laufen jetzt mal hier kurz lang, denn eben kam schon die Benachrichtigung, dass es geflohen ist. Wir haben auch einen Mitstreiter getroffen, der Brian ist am Start. Der ist gerade zufällig da lang gelaufen. Und wir kommen näher, wir kommen näher. Aber ich glaube, das ist fort. Dann müssten wir als nächstes bis hoch zur Kirche. Ach, am Parkeingang. Das wird mir doch gar nicht angezeigt, aber am Parkeingang sitzt auf jeden Fall auch was. So, jetzt sind wir hier aufgetaucht. Komischerweise ist das, was gerade geflohen ist, sitzt schon wieder hinter uns an dem Stop. Aber ich sehe hier nichts. Ich kann den Stop drehen, aber sonst sitzt bei mir hier nur ein Indivier. Merkwürdig. Wo saß denn das? Direkt hier in dem Grün oder Richtung Straße? Ne, direkt. Scheiße. Bei mir ist nichts da. Keine Ahnung. Ich laufe mal rein an den Stop, vielleicht kriege ich es dann dort. Nee, glaube ich auch nicht. Bei mir sitzt nur ein Indivier hier. Vielleicht ist der Rest schon fort. Hallo. Da müssen wir wohl doch mal in den Park zurück. Außer der Brian möchte uns das mal kurz zeigen, wie das aussieht, weil er hat das gefangen. Ich leider nicht. Jetzt ist der Akku auch noch leer. Also heute ist wirklich ein Unglückstag. Ja gut, dann ciao. Dann laufen wir mal kurz rein in den Park, weil da an dem Stop noch irgendwas sitzt. Vielleicht können wir das wenigstens noch mitnehmen. Komische Sache. Da saß so ein komischer Biber auf jeden Fall. Der wurde beim Brian angezeigt in der Nearby-Liste. Bei mir war da überhaupt nichts zu sehen. Dafür ist jetzt das, was vorhin schon geflohen ist, wieder da. Also laufen wir mal dahin. Das hier müsste, glaube ich, gewesen sein. Sitzt natürlich jetzt wieder am anderen Ende der Stadt. Ein komischer Biber. Ich kenne mich, wie gesagt, leider mit Generation 4 überhaupt nicht aus. Deswegen kann ich mir den ganzen Namen auch nichts anfangen. Aber das kommt natürlich mit der Zeit. Generation 3 und 2 waren ja auch neu. Jetzt ist es schon wieder weg. Aber wir laufen trotzdem natürlich hin. Wir sind ja nicht umsonst jetzt in den Park reingelaufen. Akku ist auch gleich leer. Das hat der Brian leider jetzt auch gerade gehabt, der das noch gefangen hat und plötzlich war der Akku leer. Aber wir geben nicht auf. Wir laufen immer weiter und sehen einen entgangenen Anruf. Ist leider beides nicht in der Nähe, eher am anderen Ende der Stadt.
weil bei uns die Stadt so klein ist, dass man in einer halben Stunde von A nach B läuft und hat alles gesehen, wieder tief im Wald. Er kennt es nicht von Blockmonster, tief im Wald sterben Menschen. So, und das gleiche natürlich wie vorne. Wir laufen schön zum Stop, das Ding ist natürlich nicht mehr da. Dafür sitzt ein Hoppspross hier. Nehmen wir wenigstens das mit. Oh, jetzt hängt das Internet auch noch. Vielleicht ist das ja auch einfach fehlerhaft und die wollten das gar nicht raushauen und deswegen nehmen sie schnell wieder alle Pokémon weg. Und deswegen kann ich auch nichts fangen. Es hängt. Ich glaube, ich beende das jetzt hier. Generation 4 ist da und verarscht mich wieder mal kräftig. Na Jendik, ihr habt sowas von raus. Coole Sache auf jeden Fall. Jetzt habe ich mich gefreut und alles ist verkackt. Wir melden uns einfach irgendwann wieder, wenn das alles besser läuft. Jetzt ist noch nicht mal das Hoppspross am Start. Selbst das ist verkackt. Ach egal, das Stolunia tippt man auch nicht an. Ist wahrscheinlich eh nur ein Shiny. Deswegen... Ciao, wir sehen uns. Peace out, Vorhaut. Bis zum nächsten Mal.